gab immer Leute in der Technik, die es etwas genauer wissen wollten. Wenn Sie an die Bastler von Motorrädern, Fahrrädern, Autos denken, das sind Schrauber. Wenn Sie Computer nehmen, hat sich das Wort Hacker eingebürgert. Aus dem Amerikanischen halt. Aber es sind eigentlich Leute, die gerne sehen möchten, ob man nicht noch was anders machen kann, als es vorgeschrieben ist. Also aus meiner Geschichte, die ein bisschen älter ist als die der meisten heute bei den Vorträgen, war Hacker nicht immer negativ. Es war erstmal ein positiver Punkt, dass man Leute, die etwas im Gegensatz zu Theoretikern nicht nur rumprobiert haben, indem sie an Formeln manipuliert haben, sondern die am Gerät manipuliert haben oder an der Software. Da gibt es dann die Übergänge. Und dann kam plötzlich ein Schub, wo aus welchen Gründen immer, aus politischen, gesellschaftlichen Ereignissen, Hacker in die Ecke gestellt wurden, dass sie sowas wie Einbrecher seien oder Bankräuber. Es hat aber eigentlich im Selbstverständnis derjenigen, die sich Hacker genannt haben, immer eine Tradition gegeben, sich ethisch sauber zu verhalten. Mit der großen Schwierigkeit, dass Ethik und Gesetz nicht immer so übereinstimmen. Das können sie gar nicht, tun sie auch gar nicht. Ich glaube, dass der Staat IT-Sicherheitskräfte einstellt und da hat er recht, die braucht er. Und dass die in ihrem Privatleben Hacker waren oder sind, das sollte heutzutage möglich sein. Wir wollen das Beamtenrecht jetzt nicht ganz so eng auslegen. Insofern ist das ganz normal, dass das passiert.